Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Astra, dem Manni, dem Toledo, dem Mike, dem Uwe, dem Paul, dem Michael, dem Lukas, dem Lars. Ein wunderschön. Hallo. 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 Warum steht da drüben eigentlich irgendwie so alles rum? Was ist nicht? Also, was sehe ich da drüben? Den Wutz da? Einen roten Drehschirm? Ja, ich muss gerade den Trecker tauschen. Ah, okay, du warst das. Hast du dir eine Mission angenommen? Nee, das ist unser Feld. Ah, okay. Was will der Werteherr denn abernten? Zuckerrüben. Erdfrucht. Gut, dann dann müsste es gehen. Dann müsste es gehen, was? Hallo. Ja, weil Kartoffeln können wir nicht ernten. So, ihr, das, meinst ja, gut, Kartoffeln hätten ja auch reingemusst, ne? Also hätte einer ja, ansehen stimmt müssen. Auch deswegen, wieder. Nee, passt. Alles gut. Ich habe das nur da gerade rumstehen sehen und war ein bisschen verwundert. Aber ja, Lukas, du hast es gesagt, klappt nicht. Gut, alles fein. Ich habe aber auch beim Säen geguckt, was wir mal enden können, Toledo. Achso. Dass dir aufgefallen ist, dass wir noch über 300.000 Liter Zuckerrüben im Lager haben, das ist mir tatsächlich jetzt aufgefallen. Oder? Aber nachdem ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nur was ansehe, wo nur ein Drescher ernten kann, dann hakt einer was zu tun und ein zweiter fürs Abfahren und der Rest steht da und dreht Däumchen. Gut, dass wir jetzt einen zweiten Drescher haben. Yes! Das habe ich ja nicht gewusst. Nee, mach doch nicht. Das war doch nicht böse gemeint. Nein, das weiß ich. Das kam auch nicht so rüber. Das war einfach nur, ne? Ich dresche hier auch tatsächlich gerade oben den Raps auf. Ich habe wieder vergessen. Auf Feld 20. Der schöne 820 wird genommen als Abfahrer. Ja, geil, Leute. Der stand einfach rum. Den wollte keiner haben. Da dachte ich, gut, wenn den keiner haben will, der steht da die ganze Zeit, dann nehme ich den. Guck mal auf die Stunden, wie viele Stunden der jetzt gerade in den 2 Wochen. Ja, gut, du nimmst den gerne. Ab jetzt nimmst du den 900er, aber. Nee, den nehme ich nicht. Das ist Pauls einer. Okay. Ist meine, was ist meiner? Der TMS Fendt. So. Also, der ist bei mir gebrieft von der Bergmann. Gebrandet. Außerdem ist das auch ein runder. Nicht mehr der kantige Fendt. Okay. Passt. Lass mir keine Kurven, er will Kanten. Weil ich auch so eine Kante bin. Ja, fast schon wie ein Schrank, ne? Naja. Ja. Gut, okay. Ich komme zur eigentlichen Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Jetzt haben wir zwei Drescher und wir kommen ja auch vom Ernten ganz gut voran. Mehr Fläche. Ja, mehr Fläche schon, können wir uns aber gerade nicht leisten. Die Frage, die ich tatsächlich erstellen wollte, macht es Sinn, nochmal nach einer zweiten Sämaschine zu schauen oder sagt ihr, brauchen wir nicht? Bin mir nicht ich glaube, einer der Hakenpunkte ist der Steinesammler. Ein zweiter Steinesammler fände ich persönlich auch gut. Welchen Steinesammler haben wir denn? Wir haben den großen. Den Scorpio. Ja, 5,5 Meter. Gibt's den mit vielleicht mehr Volumen? Den hatten wir doch schon mal. Wir hatten den als Mod mit mehr Volumen und sowas. Ja. Das wäre dann wieder ein weiterer Mod, den wir draufladen müssten. Ja, ich weiß, aber er wäre wahrscheinlich ein sinnvoller Mod, oder? Definitiv. Also den Steinepflücker vom Public 3, dieses Riesending, würde ich nicht fühlen. Guck mal, den Scorpio, irgendwo habe ich den noch rumfliegen, dann packe ich den für nächste Woche mit drauf. Es gibt den Scorpio 710 von Black Sheep, dann hat der 9,5 Meter Arbeitsbreite, aber auch nur 2.500 Liter Kapazität. Ja, und den gibt's wiederum auch nochmal mit mehr Kapazität. Irgendwo habe ich den. Okay. Ja. Ich hab den auch irgendwo noch. Wo ist denn der Steinesammler? Was hat denn das für eine Rubrik im Shop? Steinesammler? Steinesammler. Deswegen gibt's wirklich als Steinesammler? Mehr Technik, Forstmaschinen, Steinmägen.
Grubber, Mulcher, Steinesammler. Oh, okay. Okay, also. Ja, guck gerne mal. Das wäre halt noch eine Idee. Ansonsten dürfte es ja gar nicht so dramatisch sein, wenn wir die Arbeitsbreite beibehalten, die 5,5 Meter, und selber nur größer schreiben. Größer schreiben. Hey, aber den Ding gibt's auch mit, ich glaube, so wie er da steht, sogar mit 25.000 oder 30.000 Litern ja, gut, Volumen. Das so viel brauchen wir gar nicht. Ja, genau, das würde ich sagen, brauchen wir nicht. Ich würde es bei 10 maximal. Ja, ja, also es gibt den in schon umgeschrieben. Und ich habe der hat jetzt 2, ne? Ich hatte als erste Zahl hatte ich 5 und danach dachte ich, okay, vielleicht 7,5. So ja, in der. Vielleicht 6.000, das wäre so das Mittelding, dann wäre der dreimal so groß. Da kriegst du ja doch schon eine Menge mit rein. Ja, ne? Ja. Geht ja gar nicht. Ich guck mal, irgendwo habe ich den auf der Platte rumfliegen. Muss nur mal meine Ordner durchforsten. Weißt du, in welchem Projekt wir den mal hatten? Aber auf dem ersten Public oder so. Wie sicher bist du dir? Nicht sehr sicher. Okay. So, auf dem Public 2 hatten wir den Scorpio 710 auf jeden Fall mal. Hat gerade eine schnelle Suche ergeben. Paul, da lag ein Ballen. Muss die Ballen nicht von unten bemerkt. Muss die Ballen nicht von unten dünnen. Okay. Dachte, so ein bisschen mehr Geschmack könnte nicht schaden. Ja. Aber der 710er, den hatten wir tatsächlich, der hat zwar das, was ich eben sagte, die größere Arbeitsbreite, hat aber auch nur 2.500 Kubik, der von Black Sheep Modding. Das ist den einzigen, den ich gerade auf meiner Festplatte gefunden habe. Ja, aber auch die Arbeitsbreiterbreitung bringt ja auch was. Bist halt schnell unterwegs, ist halt öfters mal voll, aber... Ja, stimmt, ist halt so ein... geht ja schnell, aber die Arbeitsbreite ist halt 5x5 Meter bei der Geschwindigkeit, die du fahren kannst. Das hebt halt... Ja, das stimmt, das ist richtig, Micha. Der schafft hier 17. Ich weiß gar nicht, ob der normale auch 17 schafft. Weiß ich grad nicht. Aber wer hat mir jetzt eigentlich meinen Schlepper hier gerade weggenommen? Ich nicht. Ich nicht. Ja, warum? Ist der drüben bei Lukas gelandet? Ich war schon die ganze Zeit mit Walter durch die Gegend. Zeig auch nicht mehr aus. Der 800er fällt auf 23 rum. Was hast du dem Uwe denn für den Ersatz dahingestellt? Gar keiner wurde, glaube ich, da gerade hingestellt, weil Paul kam gerade mit einem Deutz hier an. Ich bin immer noch mit dem Zero unterwegs am Anfang der Aufnahme. Achso, nee, warte, brauchen wir den Raps? Also wir können ihn grundsätzlich in der Schweinefutterproduktion gebrauchen, aber er kann auch verkauft werden, wenn er einen guten Preis bringt. Ja. Was anderes, also du. So mitnehmen. Ja, nee, so gut bringt der, ist der Preis jetzt nicht. Also er würde noch steigen. Nächsten Monat hätte er den maximalen Verkaufspreis. Wenn ihr sagt, wir brauchen ihn, dann packen wir ihn in die Schweinefutterfabrik. Alles gut. Uwe, nimm mal einen Schoß. Ja, wollte ich auch. Geht aber nicht. Ich mache jetzt auch den Uwe und nimm einfach hier den Schneidwerkswagen mit. Gesundheit. Gesundheit, soll ich sagen. Gesundheit. Ja. Krieg einen Daumen nach oben. Die muss noch aufwischen. Bildschirm voll gerotzt. Das musst du doch nachher machen. Nee, ist ja ihr Schreibtisch. Achso. Muss nur meinen sauber halten. Das nächste Mal dreht sie sich um. Nee, aber zur Seite, besser gesagt zur Seite. Du hörst gleich nur ein dumpfes Bong. Zwei. Einmal im Hinterkopf und einmal mein Kopf auf meine Duschplatte. Ja, es klatscht gleich zweimal und es war kein Beifall.
Nee, nee, nee. Das passt. Okay, Toledo, soll ich nochmal den Scorpio 710 quasi mit den 9,5 Meter teilen? Ja, schmeiß mir mal in den Vorschläge einfach rein. Achso, ja. Hab ich. Ich dachte gerade, wie willst du ihn jetzt teilen, aber ja. Ja. Ehre. Er nimmt eine Flex und steigt mit der Sonne. Ja, genau, das hatte ich mir jetzt gerade auch gedacht. Ein bisschen was für alle, ne? Jeder darf ein Stückchen von haben. Oder mit der Säbelsäge. Mit dem Ring-Maulschlüssel wird so ein Teil nach dem anderen abgebaut. Ich wollte gerade drehen, da steht ein Haus im Weg. Mit dem dicken Schlagschrauber dabei. Ich wollte gerade sagen, ich nehme dann lieber den Schlagschrauber aus dem Auto. Bin ich schneller mit. Und Luxus habe ich nicht, ich brauche ihn nicht. Kriege ich auch die festgegabelten Schrauben lose. Ja. Akku betrieben oder? Ja. Oh, cool, was die Dinger können, oder? Akku, 1600 Newtonmeter Lösemoment. Ja, da geht was. Ja, da geht einiges, das stimmt. Stimmt. Ja, richtig. Darf damit nur keine Reifen wechseln. Weil nicht zugelassen oder weil kannst nicht einstellen, wie viel Newtonmeter? Ja, sagen wir mal so, auf der kleinsten Stufe hat er 300 Newtonmeter. Oh. Das sind ungefähr 150 mehr als die Felgen vertragen. Ja, das ja, gut. Ist ein bisschen. Könntest du mir helfen? Ja, LKW-Reifen dürfte ich damit wechseln. Dann brauchst du aber das Doppelte. Zum Festziehen? Ja. Entschuldigung, ich kann 1000 festziehen. Ich kann auch deine Felgen kaputt machen. Was hast du denn für einen Schlagschrauber? Einen roten, einen grünen und einen bläulichen. Blauen von Bosch. Okay. Osch GSM oder wie das Ding heißt, 1050, also. Erschwinglich sagst du oder geht so? Ich weiß es nicht, ich glaube der hat gekostet 300. Mal die Frage, was man als erschwinglich sieht und was man bereit ist für sowas auszugeben, ne? Ja, klar. Der hat halt auch schon nicht mehr die Halbzollnuss, sondern die Dreiviertelzoll, ne? Dann schon eine Nummer größer brauchst für die kleinen Sachen schon immer einen Adapter. Ja, ja, klar. Das ist halt aber auch so ein bisschen die 1000 Newtonmeter halt ranbringen. Ne? Bringt ja nichts, wenn du da nur die kleine Nuss drauf hast und die mal kurz wegdrehst. Ja, und vor allem, du musst halt auch aufpassen, ne? Mit 1600 Newtonmeter Lösemoment reißt du dir halt die kleinen Schrauben, wenn sie festgegammelt sind, auch sehr gerne schnell ab. Dann hast du mehr Spaß, als du haben willst. Und beim Festziehen genauso. Wenn du da in der dritten Stufe bist und du ziehst einfach mal so eine M6er Schraube fest. Oh ja, weg. Das macht noch nicht mal einen Schlag, dann ist das Ding weg. Ja, doch, es macht drei Schläge und dann ist die weg. Ja, die ersten zwei zum Fest und der dritte ist dann den Kopf, ne? Ja, genau. Ja, so gut kann man, glaube ich, nicht dosieren damit, dass das genau funktioniert. Weil selbst wenn, ne? Die ersten zwei machen ja auch schon ihr Übriges. Wahrscheinlich. Der erste reicht wahrscheinlich schon. Also ich kann einstellen in drei Drehmomentstufen. Ja, ja, aber... Circa 300, 600 und halt 1000 Newtonmeter. Und das sind halt auch wirklich nur grobe Werte. Wenn du es genau brauchst, musst du einen Drehmomentschlüssel nehmen, ne? Selbst mit so einer M6 mit 300 mal anziehen, ne? Das hält die nicht aus. Ich wollte gerade sagen, selbst da reißt die nach dem dritten Mal also weg. Ja, naja, also ich mach's tatsächlich, ich zieh die mit dem Schrauber an, aber sobald er dann das Knallen anfängt oder das Knattern anfängt, dass er die Schläge gibt, dann höre ich auch auf und dann werden die mit dem Schlüssel nachgezogen. Mhm. Aber
halt ein Unterschied, ob ich 40 Schrauben mit der Knarre und mit Hand reindrehe oder ob ich die eben schnell mit dem Schlagschrauber wupp, 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 mit dem ersten Schlag aufhaue. Ja, genau. Also kannst den Weg kannst du ja nehmen, ist ja nicht dramatisch, aber genau das Anziehen, was du gesagt Wobei, hast. Wobei, ich sag mal, bis Größe M8 schraube ich sie auch dann eigentlich mit dem Akkuschrauber und nicht mit dem Schlagschrauber. Ab M10 dann mit dem Schlagschrauber. Macht Sinn. Sind, glaube ich, die Erfahrungswerte, die man sammelt. Ja. Spätestens nach dem dritten abgerissenen Kopf hat man dann auch keine Lust mehr. Nee, definitiv. Einmal ausbohren, einmal ein neues Gewinde rein, zack, eine Stunde Arbeit verloren. Ja, man muss nicht immer ein neues Gewinde machen. Okay, echt. Wenn man gut drauf ist, dann kriegt man die Schrauben, die abgerissenen Schrauben auch wieder raus. Okay, ja, wusste ich noch nicht. Ich hätte gedacht, man muss ein neues Gewinde schneiden. Wenn du genau mittig bohrst und genau nur ans Gewinde ranbohrst im Prinzip. Ja, du musst ja so sehen, im Normalfall, wenn der Kopf abreißt, ist die Spannung aus der Schraube raus und sie sollte eigentlich relativ locker im Gewinde drin sitzen. Außer natürlich, du hast das Gewinde kaputt, weil Späne drin sind, Rost oder sonst was. Oder du hast vielleicht unten im Sackloch auf Grund geschraubt, dass du unten die Spannung reingebracht hast und nicht auf die Schraube selbst. Weil sobald, wenn es jetzt so ein ordentliches Gewinde ist und du eine Platte auf ein Gewinde, auf eine andere Platte festgezogen hast und der Schraubenkopf ist abgerissen und du kommst einigermaßen gut noch dran, kannst du den Bolzen mit dem Gewinde rausdrehen, ohne dass du Kraft aufwenden musst. Okay. Geht dann mit der Rohrzange, Kombizange oder auch mit dem Körner zum Beispiel. Ich kenne das. Du nimmst einfach einen Körner und haust den im Kreis die ganze Zeit auf eine Schraube und damit drehst du die raus. Wenn du die jetzt natürlich unten ins Loch reingedonnert hast, dann brauchst du Kraft und dann musst du halt schon gucken, wie du sie rauskriegst. Okay, ja, nee, verstehe. Ich kenne das tatsächlich, was du gesagt hast, eher nur so bei alten, schon lange sitzenden Schrauben und da kenne ich das dann nur, dass man das Gewinde nochmal schnell nachschneidet. Aber, ja, da dann definitiv nachschneiden. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, erst die Schraube rauszuholen, bevor man das Gewinde nachschneidet. Ja, absolut. Ist richtig. Das stimmt. Gut. Anyway. Ein Spezialwerkzeug wäre zum Beispiel ein Linksausdreher. Ich google gleich mal nach. Ich glaube, den kenne ich, aber. Hab, glaube ich, schon mal von vorn gehört. Ich weiß nur gar nicht, wie er aussieht. Gut, ich würde sagen, ich nutze die Gunst der Stunde. Wir sind fertig für den Moment. Ich schaue mal schnell nach einem Linksausdreher, dann weiß ich auch Bescheid fürs nächste Mal. Wie immer, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.